Chronik-Kartenset. Ja. Kannst du das hier mal herzeigen, wie das ausschaut? Ja. Bitte. Kein Problem. Es sieht so aus. Wenn du die E-Mails kriegst, wo ich euch Karten teile, klick einfach auf Ja. das Bild und dann kommt das Link dazu hoch. Also klick einfach in der E-Mail auf das Bild von dieser Ja. energetischen Schnüre. Und hier sind die Karten. Da haben sie mich auf ein Bild gemacht. Siehst du das? Und das ist Ja. Karte 11 und das ist auch wirklich mein Thema, fand ich Aha. interessant. Du bist es wert, glücklich zu sein. Du verdienst Aha. es, fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Aber die Karten habe ich euch mal erzählt. Habt ihr mal gehört, wie das mit der Künstlerin zustande gekommen ist? Ne? Soll ich euch das noch erzählen? Weil das ist eine tolle Geschichte. Gerne. Gerne, danke, Hans-Peter. Ich lebe hier in den Bergen von North Carolina in Amerika, in einer kleinen Stadt, 11.000 Einwohner. Und ich habe an dem Kartendeck gearbeitet und hatte aber keine Künstlerin. Und ich habe mir gedacht, okay, das Random House wird sich, haben ja Künstler, die tun dann Künstler dafür engagieren und sagen, wir brauchen 44 Bilder. Und naja. Ich sehe auf Facebook immer eine Dame, die Deutsch spricht und die ganz tolle Bilder malt. Und dann habe ich ihr eine Freundschaftsanfrage geschickt und habe gesehen, dass sie aus Berlin kommt. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht. Und dann stellt sich heraus, dass sie vor 2 Jahren in meine kleine Stadt in die Berge gezogen ist. Sie heißt Judith Jaas. Sie ist genauso alt wie ich. Sie ist vor 2 Jahren hierher gezogen nach Amerika, weil ihr Mann hier lebt. Und wir sind uns noch nie begegnet. Was gibt es denn solche Zufälle oder nicht? Und dann haben wir uns angefreundet und irgendwann habe ich gesagt, habe ich ihr von dem Kartendeck erzählt. Sie wusste gar nicht, was das ist, was es solche Kartendecke sind. Und dann habe ich ihr so ein paar gezeigt, die ich habe. Und ich sage, du hast echt so schöne Gemälde, würdest du die gerne zur Verfügung stellen für dein Kartendeck? Und dann sagt sie, ja, kannst du alle haben, was such dir raus, was du willst. Ja, und dann bin ich zum Werke gegangen und habe mir rausgesucht, was mir gut gefallen hat. Und dann habe ich ihr das Ergebnis gezeigt. Also sie kann natürlich alles ändern, aber sie wollte nichts ändern. Und auf einmal lächelt sie. Und dann sagt sie, finde ich echt interessant, was du in den Bildern siehst und wie du die zuordnest, zu welchen Themen du die zugeordnet hast. Weil das war so mein Gedanke. Ich habe gedacht, hoffentlich fühlt sie sich nicht verletzt, wenn ich so ein Bild nehme und ich nenne es Schatten. Weil ein Schatten ja oft nicht was Positives ist. Aber sie hat, ich weiß ja nicht, was für Gefühle sie hatte, wie sie die gemalt hat. Und da hatte ich so ein bisschen Gedanken. Oder hier dieses Bild, das hat mich sehr berührt. Dieses Mädchen, diese Andächtigkeit da drin. Und die Meister und Lehrer haben gesagt, das passt gut zum Charme, zu diesem Thema. Und also fand ich echt interessant. Oder hier Wichtigtuerei. Und dann, es gibt auch einige Personen, die es wirklich gibt, zum Beispiel dieses Paar. Da mussten wir noch um Erlaubnis bitten, dass wir das benutzen. Das ist ein Ehepaar, das bei uns in der Stadt lebt. Und die saßen mal auf einer Parkbank und Judith hat die gezeichnet und dann das Bild halt da kreiert. Und dann haben wir sie gefragt, ob wir das benutzen dürfen und die haben auch sofort ja gesagt. Manchmal ist es ganz gut, wenn Leute nicht wissen, was ein Kartendeck ist. Ja, so ist das zustande gekommen. Das war eine gute Lehre für mich, dass man wirklich vertrauen soll und dass sich alles fügt, wenn man es einfach vertraut und dem Universum übergibt. Ja. Ja, Cornelia, du hast noch eine Frage? Genau, wie würdest du jetzt diese Karte dann einbinden in die Akasha-Lesungen, die du gibst? Oder machst du das vorgängig, dass du schon einen Impuls kriegst? Oder wie bindest du die jetzt ein?
Ich glaube, in eine Lesung mit dem Klienten tue ich die gar nicht eingliedern. Das ist mehr so für Selbstentwicklung. Warte, okay. ich frag mal, okay? Bis jetzt habe ich es immer nur gemacht, wenn ich in meine Akasha-Chronik gehe. Entweder öffne ich meine Akasha-Chronik und ich frage Meister und Lehrer, lasst mich eine Karte ziehen, die sich im Moment auf mich bezieht. Und dann gucke ich mir das Thema an. Und dann ziehe ich Ablenkungen und dann frage ich, lese ich, was in dem Buch dazu steht und frage die Fragen zum Beispiel. Mhm. Oder, und ich mache es jetzt so immer, ich stelle meine eigenen Fragen in der Akasha-Chronik, meine eigenen Themen. Und wenn ich fertig bin, ziehe ich eine Karte und dann frage ich die Meister und Lehrer, wie bezieht sich die Karte auf meine Themen? Ah, okay. Für weitere Impulse. Mhm. So mache ich es, ne? Ja. Aber ich meine, das Kartendeck ist eigentlich gedacht für, wenn es dir nicht gut geht oder wenn du nicht weißt, was du in der Akasha-Chronik fragen sollst oder auch wenn du gar nicht mit der Akasha-Chronik arbeitest, dann fragst du dein höheres Selbst. Mhm. Weißt du, wie normale Kartendecke, du ziehst eine Karte und fragst, was muss ich darüber wissen? Wie bezieht sich das auf mich? Ja. Okay, ich dachte eben, dass du das vielleicht irgendwie in die Arbeit gleich damit integrierst. Ich frage jetzt, ja, okay. Wie man das machen kann. Und die zeigen mir meine Freundin Julie, die lebt hier in Amerika. Und die macht es zum Beispiel so, die gibt professionelle Lesungen. Und dann am Ende sagt sie zu dem Klienten, möchtest du noch, dass ich eine Karte für dich ziehe? Okay. Und dann zieht sie eine Karte und dann fragt sie halt, wie bezieht sich die Karte auf den Klienten und dann redet sie darüber. Mhm. Okay. So könntest du das auch machen, wenn du das möchtest. Ja, sehr gut. Super, danke schön. Gerne. Noch ein Beispiel vielleicht, wenn ich darf. Ja. Ich benutze auch die Karten, wenn ich Lesungen gebe. Und am Ende von der Lesung frage ich auch nach einer Schlussbotschaft. Und dann ziehe ich eine Karte für den Klient. Und es kommt oft als Bestätigung für, was wir während der Lesung besprochen haben. Und das hat oft einen Aha-Effekt für den Klienten auch dazu. Ja, weil das Schöne bei solchen Sachen ist immer, wie die Meister und Lehrer, kennt ihr den Spruch, alle Wege führen nach Rom? Und das ist immer so toll. Weißt du, wenn, dann hört man alles und es macht alles Sinn. Aber wenn man dann eine Karte zieht, die im ersten Moment überhaupt nicht im Zusammenhang zu dem Thema steht und die Meister und Lehrer sagen, zeigen dann, okay, so kannst du den Zusammenhang kreieren, hier ist die Brücke, dann kann es oft noch einen Aha-Effekt kreieren, wie Jana das gerade beschrieben hat. Sehr schön. Sind denn noch welche in den Breakout Rooms? Ja. Ja? Okay. Ich würde sagen, ich verabschiede mich hier bei euch. Ich danke euch von ganzem Herzen für eure tolle Mitarbeit und alles. Und ich gehe mal nochmal in die Breakout Rooms gucken, was die noch für Hilfe brauchen, okay? Herzlichen Dank, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch zu den Gnadenpunkten, okay? Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke. Ja. Dankeschön. Noch. Dankeschön. Danke, Priscilla. Danke. Tschüss, Hermine. Schön. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. 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 Tschüss.